Hallo, ich bin Winnie. Ich erzähle etwas über Vue.js. Und mir ist gerade aufgefallen, vielleicht zeige ich erstmal kurz eine URL. Das ist Vue.js, das ist ein Webframework und ich mache sowas wie ein bisschen Live-Coding jetzt. Das ist nicht Vue.js, das ist eine ganz langweilige HTML-Seite. Also das ist das. Und jetzt könnten wir ja zum Beispiel in Kopf kommen, dass ich hiervon ganz viele Dinge haben möchte und dann könnte ich das copy and pasten, hat man ja täglich und dann sieht das halt auch so aus, wie ich das haben möchte. Also ich habe jetzt eine Liste mit ganz vielen Listeneinträgen und dann könnte man sich ja jetzt quasi die Frage stellen, geht das nicht vielleicht ein bisschen schöner, also statt zu copy and pasten. Vor allem, wenn ich jetzt irgendwie 50 Listen habe und die haben 50 Listeneinträge und ich muss 50 mal li schreiben oder sowas. Und ja, es geht schöner, benutzt Web-Frameworks. Das mache ich jetzt. Ich paste, ich kann es eigentlich auch direkt von meiner Homepage holen. Also es gibt auf der Vue.js-Homepage so ein komfortables Dings und da Get Started. Da kann man sich einfach ein Script-Tag kopieren und alles ist gut, weil Script-Tags von irgendwo kopieren ist immer eine gute Idee. Das ist jetzt die Development-Version, die uns ein bisschen mehr freundlichere Fehlerausgaben gibt und sowas. Und die Development-Version etwas größer machen? Mhm. Ich versuche es. Kontroll-Plus? Irgendeine... Plus? Absolut-Plus? Ja. Minus? Unwahrscheinlich. Ja, unwahrscheinlich. Birne plus. So. Das mache ich jetzt nur ein paar Mal. Und schon habe ich auch Marketing für IntelliJ gemacht, glaube ich. Tada. Ja, jetzt haben wir dieses ominöse Script-Tag da drin und was wir als nächstes machen, ist noch ein zweites ominöse Script-Tag hier reinpacken und da drin machen wir ein New View. Das heißt, wir erstellen eine neue Instanz von diesem Framework-Dingens und da rein packen wir ein Template und dieses Template hat das gleiche Zeug, was wir hier unten schon hatten und zusätzlich packen wir hier noch ein leeres URL rein, dem geben wir eine ID, nämlich zum Beispiel unsere App. Und dann stopfen wir hier ein EL für Element rein und sagen dem, benutzt doch bitte die ID App. Und speichern, neu laden. Und tada, es sieht genauso aus wie vorher. Der einzige Unterschied, den wir jetzt haben, ist, wir haben hier einen View-Tab in den DevTools. Und jetzt können wir anfangen, das Ganze ein bisschen schöner zu machen, nämlich statt hier 10 Lies zu machen, machen wir nur noch ein Lie und stattdessen schreiben wir hin ein magisches HTML-Attribut, was kein HTML-Attribut ist, nämlich for i in 10. Huch, Entschuldigung. Und jetzt haben wir plötzlich 10 Texte oder wenn wir wollen, haben wir auch 100 Texte. Und so viel wie OL statt UL verwenden? Natürlich. Kann ich auch. Dann sehen wir bestimmt auch, dass es 100 sind. Ah ja, das, eigentlich wollte ich dafür natürlich jetzt auch gleich Template-Syntax benutzen. Nämlich, wir können das I auch hier benutzen. Oh. Und dann ist es sogar noch symmetrisch. Ja, fast. Ja, setzt auch einen Punkt davor. Ja, so. Ja. Wie sieht's unten aus? So, jetzt seid ihr alle begeistert von Vue und wollt es täglich benutzen. Es gibt aber noch mehr, tatsächlich. Und zwar könnten wir jetzt zum Beispiel anfangen, das ganze Ding ein bisschen stylisch zu machen. Erstmal fangen wir mit an, das groß zu machen, glaube ich. Das sagt eben, soll mal so groß sein wie alles, was eigentlich gerade gar nicht nötig ist, weil wir sowieso 100 Elemente haben. Und dann sagen wir noch die Background Color. So hoch wie 100 VBs. Genau.
Erstmal nehmen wir Aqua, gucken, ob es funktioniert. Sieht ziemlich Aqua aus. Dann machen wir hier einen V-Bind davor. Das sagt, wir wollen eine Variable, die wir hier im Code haben, wieder benutzen. Und ich gehe noch einen Schritt zurück. V-Bind machen wir erstmal woanders. Nämlich packen wir hier noch ein Listen-Element rein mit einem Input. Und das Input wird ein Input-Number. Oh. Ja, jetzt haben wir ein Input-Number und kein Aqua mehr da oben. Und jetzt wollen wir diese 100 aus diesem Input rausholen. Und dafür definieren wir uns hier in dieser View-Instanz noch eine neue Variable. Sagen zum Beispiel Count. Das ist initial 100. Und jetzt können wir Count hier benutzen. Neu laden. Und es geht nicht mehr. Schade. Oh ja, ich habe es vergessen. Da sind offensichtlich zu wenig geschweifte Klammern. Jetzt ausreicht geschweifte Klammern. Es geht immer noch. Und jetzt wollen wir das mit diesem Textfeld hier verknüpfen. Und zwar machen wir das über ViewModel. Das heißt, wir haben ein Datenmodell und das Datenmodell heißt Count. Und weil wir aber hier das Textfeld nicht als Textfeld haben möchten, sondern als Zahl, sagen wir hier noch ein Number hinter. Und jetzt haben wir eine 100 drin stehen. Und außerdem können wir die Anzahl der Texte konfigurieren. Was passiert, wenn es minus 1 sind? Ja, das ist ganz lustig, ne? Habe ich mich auch gefragt, als ich den Vortrag vorbereitet habe. Und zwar passiert dann das. Das heißt, oben entsteht zwar nichts, aber unten kommt trotzdem Text. Naja. Vernünftige Sache. Und jetzt können wir anfangen, es stylisch zu machen. Nämlich können wir jetzt dieses Count natürlich auch... Ach schade, keine Zwischenfrage mehr. Jetzt können wir dieses Count auch benutzen in dem V-Bind, was ich vorhin schon mal geschrieben habe. Erstmal mache ich jetzt die Höhe mal weg. Benutzen nur mal die Background Color V-Bind Style brauchen wir aber. Das heißt, wir ändern jetzt den CSS-Wert von diesem äußeren Listen-Element auf Background Color. Das Ganze wird ein String. Und dem geben wir dann ein sowas. Oder so. Da fehlt irgendwie noch ein schließendes Ding. So, das könnten ausreichend Klammern sein. Jetzt haben wir. Der Count ändert gleichzeitig die Farbe vielleicht? Ja. Sieht irgendwer irgendwas? Ja. Okay. Ja, jetzt sieht man mehr was. Also, es wird irgendwie ziemlich weiß. Und wenig ist ziemlich gelb. Ja. Jetzt ist es natürlich nicht so hübsch, das hier so alles so reinzuschreiben. Man kann sich vorstellen, wenn man viele von diesen Background Colors hat, die vom Count abhängen, was einem ja auch dauernd passiert, dann steht ziemlich viel Background Color hier so drin mit irgendwie Strings zusammenmatschen und man kann das eigentlich gar nicht mehr lesen. Deswegen gibt es Computed. Das verhält sich so wie Getter in manchen Programmiersprachen. Das heißt, ich habe ein ich definiere mir eine Methode hier, die heißt Style, und die returnt das, was ich hier unten eigentlich schon returned habe. Hier brauchen wir ein System mehr. Und dieses Computer funktioniert so, es guckt sich alle Variablen an, die dynamisch sind in diesem Block, ist in diesem Fall halt nur Count. Und sobald sich diese Variable ändert, wird auch der Return-Wert von diesem Computed geändert. Daraufhin wird da unten das Ding, was ich dann benutzt habe, auch neu ausgewertet. Oder vielleicht
sowas wie List Style für Beleger, doppelte Namen überall. Und es funktioniert immer noch. Das ist ja jetzt nicht so komfortabel. Wir müssen ja jetzt hier einen Zahlwert ändern, um eine Farbe zu ändern. Das ist eigentlich nicht schön. Viel schöner wäre ja ein Color Picker. Haben wir auch. Wir definieren also hier eine neue Variable namens Color. Die hat den Initialwert weiß zum Beispiel. Wir wollen keine Number mehr haben. Wir sagen jetzt diesen Color Picker hier, er hat als Startmodell die Color. Jetzt haben wir einen Color Picker, da können wir auch rumspielen, es passiert nix, wie erwartet. Aber wenn wir jetzt hier die Background Color statt von dem Count von dem Color berechnen, dann auch noch alle Klammern entfernen, dann können wir hier die Farbe ändern. Ja. Wo kommt das Color her? Also wo kommt der Color Picker her? Der Color Picker ist ein normales HTML-Feature. Also ein Browser-Feature. Ja, fertig, ne? Hat sich ziemlich viel getan in den letzten 10 Jahren. Ich konnte das geht bestimmt nicht am Internet Explorer sein. Ich glaube sogar viel Bist du dir sicher, dass dein Internet Explorer 6 Rechner den noch gehört? Das nächste, was ich zeigen wollte, ist Methoden. Und dafür machen wir das hier alles nochmal weg und machen uns einen Form. Das kommt weg. Und eine Frage, die die Menschheit ja schon seit längerem bewegt, ist: How much is fish? Und dann machen wir hier natürlich so ein komfortables Texteingabefeld, wo wir den Preis definieren können. Dann sagen wir zum Beispiel 99 und sagen darunter Fischpreis ist heute. Das ist schlimm. Ist der Preis. Und man sieht, es ändert sich immer noch. Was wir jetzt vielleicht haben wollen, ist, natürlich wollen wir den Fischpreis nicht manuell eingeben in unsere How Much is a Fish App, sondern wir wollen den Fischpreis natürlich zum Beispiel von einem lokalen Supermarkt holen. Und da habe ich mal was vorbereitet. Hier ist so eine praktische URL. Und wir basteln uns hier noch einen Button, nehmen einen Text, wir haben hier einen Button und sobald dieser Button geklickt wird, möchten wir gerne eine Methode aufrufen, Fischpreis holen, und diese Methode definieren wir dann hier oben in unserer View-Instanz. Die holt sich erstmal den tagesaktuellen Fischpreis von dieser ominösen URL. Danach macht sie aus dem Fischpreis ein Fischpreis-JSON. Und erstmal speichern wir das, was wir da haben, einfach in Products. Wir machen auch noch eine neue Variable hier oben und gucken uns das in den DevTools an, ob es so funktioniert, wie wir wollen. Ah, der ist noch kein. Nee, der muss noch ein bisschen anders werden. Den möchte ich nicht senden. Der möchte. So.
Also, wir holen uns jetzt den Fischpreis. Wir sehen im Network-Tab auch einen Request nicht. Jetzt sehen wir einen Request. Und in den DevTools von meiner View-Instanz sehe ich, dass Products gefüllt ist. Und jetzt wollen wir den Preis daraus holen und holen uns zum Beispiel Products. Ach nee, das ist Punkt. Data und Products 0 Punkt Price. Und wir wissen, dass der aktuelle Preis wahrscheinlich 1,59 ist oder sowas. Man kann natürlich dazu noch den Namen ausgeben. Preis von damals ist Mensch, nee, so, jetzt nochmal. Also, von Nadler Alaska Seelachs Scheiben, 100 Gramm ist der Preis heute 159, wahrscheinlich Cent. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier einen API-Call gemacht und die Variable hat sich automatisch geändert und das Template hat sich automatisch angepasst. Und ich glaube, ich habe fast alles gezeigt, was ich zu View-Einstieg zeigen wollte. Es gibt noch ganz viele andere lustige Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel möchte man wahrscheinlich, wenn man eine Applikation damit baut, das alles nicht in ein großes Script-Tag schreiben, sondern es in schöne, übersichtliche Dateien verpacken. Dafür gibt es auch Frameworks, die einem helfen. Häufig möchte man auch seine ganzen Daten nicht in einer Komponente lagern, sondern möchte einen Datenstore haben auf der Frontseite, dass man es auch von verschiedenen Komponenten wieder benutzen kann und sowas. Das ist, glaube ich, vielleicht Stoff für einen weiteren Talk. Aber ich glaube, damit bin ich mit View erstmal durch. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja. Zwar diese Sachen unter Computer, die werden ja neu berechnet, wenn sich die Sachen, also wenn sich Eingabedaten ändern. Mhm. Ist das exakt oder ist es einfach quasi one size fits all, wenn sich irgendwas ändert, wird es komplett gerecomputed? Also, sobald sich eine Variable ändert, wird das Ding neu aufgerufen. Genau, aber also, sobald sich irgendeine Variable dieses dieser Komponente ändert, wird das komplette computed einfach computed. Genau, du meinst, wenn sich zwei Variablen ändern und sie würden sich gegenseitig ausgleichen, dann neu computen? Ja, das Computed hat ja potenziell mehrere Dinge computed. Also es war ja computed und da drin irgendwie Dinge, die dann quasi berechnen konnte. Und die haben ja potenziell jeweils nur einzelne der lokalen Data-Model-Dinger referenziert. Man könnte ja eine effiziente Implementierung erträumen, erwünschen, die quasi weiß, welche Variablen zu welchem recomputed Ding sie kann. Ja genau, das weiß es. Also das heißt, wenn ich nur Color benutze und nicht Name und Price, dann wird das Computer nur neu berechnet, wenn sich Color ändert. Und wenn die anderen Sachen sich ändern, dann nicht. Also aber Computed Inscript immer als gesamtes Teil. Also du hattest eben Computed mit mehreren Subkeys, ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt nicht mehr welche du hattest, aber du hattest bei Computed, darunter war nur irgendein Name und darunter war die eigentliche Berechnung. Genau. Also und was ich jetzt machen könnte, wäre ja mal den Fischpreis zum Beispiel in Euro angeben. Oh ja. Und das würden wir, ich hoffe mal, dass 100 Gramm nicht 159 Euro kosten. Das sind übrigens die Preise vom Rewe nebenan, um jetzt nochmal Werbung für ein drittes Unternehmen zu machen. Und wir wollen return this Punkt Price durch 100. Price ist in Variable. Ach, schrecklich. Danke. Und geben hier Price durch 1000 Euro. Ah, das passt schon. genau, jetzt haben wir 99 und sobald ich den Fischpreis hole, haben wir 1,59 und wenn ich, um deine Frage vielleicht anschaulich zu beantworten, es gäbe noch Farbe zum Beispiel. Und machen wir doch hier mal ein Log-Statement drin.
und eine Farbe, die an einem Color Picker hängt, der nichts damit zu tun hat. Okay. So. Jetzt haben wir hier einen Color Picker, der ändert auch fleißig die Farbe. Hier unten in DevTools sieht man das. Mit der Farbe stellen wir nichts an. Und der Preis bleibt gleich und wir haben eine komische Fehlermeldung, aber ansonsten keine Console-Statements. Und wenn ich jetzt das mache, kommt Preis in Euro raus. Und wenn ich jetzt wieder am Parapika rumspiele, gibt es keinen Preis in Euro mehr. Und auch nicht, wenn du einen zweiten Computed-Ding siehst, was vom Color abhängt, richtig? Also ein zweites Computed. Richtig, genau. Also jedes Computed guckt sich an, von welchen Dingen es abhängt. Ja. So. Eigentlich der Vorteil von sowas benutzen gegenüber, man macht jQuery oder sonstige Sachen. Ja. Noch irgendwelche Fragen? Ja. Wie sieht das dann mit der Barrierefreiheit aus? Wenn ich jetzt hier dadurch was verändere, hat das dann automatisiert in Aria Live oder wird das nicht ans Screen wieder ändern? Also, Vue selbst ist erstmal nur ein Application Framework, das heißt, es bringt keine Komponenten mit. Es gibt zum Beispiel sowas wie Vue Bootstrap, was sich Bootstrap schnappt und das in Vue-Komponenten wrappt. Und das bringt sowas mit, wie Array-Labels automatisch irgendwo reinstopfen. Also das Vue Bootstrap-Projekt selbst legt ziemlich viel Wert auf Accessibility. Eine andere Sache, die sowas ja zum Beispiel kaputt macht, ist, das ist ja jetzt alles clientseitiges Skriptzeug. Und ein Textbrowser zum Beispiel, der noch kein Skript kann, wovon ich glaube, dass es welche gibt, würde jetzt die nähere Seite sehen. Vue lässt sich aber zum Beispiel auch serverseitig rendern. Das heißt, man könnte an Browser, die kein Skript unterstützen, den ganzen Kram serverseitig ausführen, eine normale HTML-Seite ausliefern und würde dann Sachen wie Live-Updates oder sowas nicht mehr haben und so. Also um deine Frage zu beantworten, Vue selbst bringt nichts mit. Das ist aber auch nicht die Aufgabe. Okay. Jo, ansonsten würde ich den Stauch erstmal weitergeben und später nochmal was erzählen. Später.